Hallo Leute, schön, dass ihr wieder reinlohnt zu Walheim. Ich hole euch kurz im Pausenmenü ab. Leute, ich habe natürlich jetzt gerade zwischen den Folgen der letzten und dieser, habe ich gerade wieder über mein Leben nachgedacht und in Walheim vor allen Dingen. Und ich habe ja schon wieder alles vergessen. Ich habe original, glaube ich, keine Gifttränke dabei. Ich habe den Kryptaschlüssel nicht mitgenommen, weil ich doof bin. Und ich habe kein Holz mitgenommen, damit ich jetzt nicht erst noch da drüben hacken muss, um ja die ganzen Feinde anzulachen. Ich habe keine Lebenstränke wahrscheinlich dabei. Ich habe alles gefarmt und habe den ganzen Scheiß gar nicht mitgenommen. Leute, wie doof bin ich denn? Okay. Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da hinten brennt's. Oh, oh. Oh, 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 oh Gott, hab ich Angst. Können wir schon mal ein bisschen ranzoomen hier? Oh, oh. Scheiße, ich bin so dumm. Ich bin echt so selten dämlich. Das ist unfassbar. Oh, da ist ein Geist. Direkt. Direkt. Oh, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Nein, zurück, zurück. Zurückrudern. Ruder bitte zurück. Oh, nee. Oh, oh. Scheiße. Oh Gott, es ist alles voll hier. Scheiße. Okay, die Geister sind anscheinend auch am Tag da, oder wie? Warte mal, probiert's wieder. Vorwärts. Okay. Das. Oh Gott. Oh Gott, die Schlundegel kommen wirklich mit bis hier vor, ne? Oh, nee. Scheiße. Ich bin so dumm, ey, dass ich... Hab ich irgendwie... Nee, ich hab wirklich gar kein Holz. Ich hab noch nicht mal einen Trank mitgenommen. Wie dumm bin ich denn bitte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das... Warte mal. Ist das... sind das die Ebenen da? Oder ist das zufälligerweise... Das sind die Ebenen, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das ist Kartland! Ja, Heidewitzka, bin ich happy! Yes! Das ist das Grasland? Ja klar, die Ebenen, die sind ja immer ein bisschen... Okay, dann machen wir das jetzt so, Leute. Das ist die einzige Chance, wie ich das hier überlebe. Oh, hab ich ein Schwein, ey. Ich hab ja so ein Schwein, ne? Yes! Geil! Noch mal ein bisschen weiter weg. Okay.
Okay, da ist ein Gräuling. Ich freue mich, dich zu sehen. Okay, mal wieder in Zoom rein. Okay, stopp. Reicht. Oh Gott. Reicht, reicht, reicht. Oh Gott. Das habe ich sogar vor dir. Hier, lass das Boot bitte in Ruhe. Okay, Leute. Okay, jetzt chillig bleiben. Erstmal schnell eine Werkbank hier hinzimmern. Oh Mann, habe ich ein Glück. Oh Gott, ey. Das hätte ich nie überlebt. 100 Pro. Mal ein bisschen mehr würde ich den Charakter schon gerne sehen. Yes, Leute. Richtig geile Aktion. So, schnell eine Werkbank bitte. Wo ist die? Hier. Dann nehme ich höchstwahrscheinlich gleich die Jungs kommen, ne? Yes, Leute. Geil. Okay, so, jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt wieder eine kleine Hütte hier hingezimmert. Möglichst nicht so weit drüber ins Sumpfgebiet. Essen übrigens mal. Ich habe nur 25 Leben. Prima. Jetzt wäre ich fast noch an dem Gräuling gestorben. Oh Mann. Geil, Leute. Jetzt bin ich froh. Richtig cool. Und überlegt mal, wie angespannt ich bin, ne? Bei dem kurzen Seefahrtsstück, was ich jetzt hier nur hinter mich gelegt habe, ne? Ist unfassbar eigentlich. Warte mal, ich kann ja auch mal ein bisschen Licht anmachen. Dafür haben wir es ja. Gott, ist das hell. Warte mal, hier ist so ein. Da, 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 da. So, das wird jetzt natürlich nie reichen. Gucken trotzdem schon mal, wie weit wir kommen. Du fängst an zu frieren. Das ist ja prima. Digga, ich bin hier am Bauen. Licht ist irgendwie echt nie so geil gerade. Muss ich zugeben. Wieder nur was Schnuckliges, bitte. Dach. Dann müssen wir natürlich wieder Palisaden aufsetzen. Ja. Okay, das reicht nie. Reicht es noch für ein Bett oder irgendwas in der Art? Nee. Brauchen wir auch Steine? Ich habe Gott sei Dank, weil ich kann natürlich auch kleine Steine einsammeln und so. Also Grasland ist natürlich noch besser als Düsterwald, ne? Weil da hätte ich jetzt vielleicht auch wieder das Problem mit dem Troll und so gehabt. 6 Steine reicht, danke. Reicht schon für ein Bett? Wo ist der Kram? Möbel, ne? Bett. Neben Feuer geklatscht. Du hast kein Holz. Okay. Gegner sind in der Nähe. Wer ist da? Ah ja. Guten Abend. Okay, und dann machen wir das gemütlich am Tag weiter hier, das Spektakel. Erstmal absäben. Yes, Leute.
Richtig gut. Okay, geil. So, Tag 186. Heidewitzka. Okay, Axt raus und reingewämst. Bitte nie aufs Haus. Lisa, wir brauchen jetzt noch Palisadenwände. Oh, nee, natürlich. Ach, warum fliegst denn du so, Baum? Muss es sein. Ja, am besten das Boot auch nochmal andotzen. Prima. So, komm her jetzt. So. Mal, wie krass das Schaden nimmt von dem Baum, ne? Oh, bitter. Okay, hier ist alles cool. Warte mal, du warst ja schon richtig. Weil wir brauchen nämlich die Jungs jetzt hier. Ein bisschen Platz müssten wir schon lassen, damit wir das Portal da überhaupt hinkriegen. Gib mir mal so ein Türchen gleich hier. Jetzt steht das Ding auch schon mal. So. Jede Woche habe ich schon wieder nicht mehr genug, ja. Okay, ich muss mal dranbleiben an der Nummer. Ich sammle immer zu wenig, ne? Okay, mach mal die Lampe wieder aus. So geil finde ich die hier gar nicht. So, kriegen wir den Baum gehackt, ohne dass der in die Base reinknallt? Yes. Geil, und dann habe ich auch ein neues. Das ist eine Frechheit. Nein! Dann habe ich sogar auch eine neue Stelle für. Okay, hier komme ich noch nicht mal ran jetzt, oder? Wartet. Habe ich sogar auch eine neue Stelle, wo ich Himbeeren und so farmen kann. Das ist natürlich ganz geil. Denn so Himbeeren sind wirklich auch noch echt interessant. Auch im späteren Verlauf des Spiels. Für die Bärenmarmelade. Zum Beispiel. Und ich brauche die, glaube ich, auch für das eine oder andere Gericht noch. Hier ist auch noch eine Party. Geht hier ab. Ist hier ein Nest. Da oben ist eine Kiste, Leute. Na, die gucke ich mir doch mal an, oder? Yes. Keine neue Fackel, die können wir gerne austauschen. Was können wir denn jetzt hier mal reinlegen, was ich jetzt gerade nicht brauche? Dich und dich. Ich überlege gerade, ob ich gleich bis darunter bauen sollte. Dann wäre das Boot auch gleich geschützt, wobei ich das Boot sicherlich auch irgendwann wieder abbauen werde. Könnte ich mir gut vorstellen.
So, Leute. Guck mal, ob es jetzt reicht. Okay, es wird eh knapp hier, sehe ich gerade. Okay, er kommt wahrscheinlich erst später. Okay, hier kommen die aber ran, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Wissen wir, ob das schon reicht? Alter! Ohne Witz, wie der genauso designt ist. Ich mal eine Sekunde nie hingucke und der mir dann eins reinwämst. Reicht, Leute? Dann kann ich mir hier nochmal einen Eingang reinzimmern. So. Okay. Dann würde ich schnell als erstes erstmal das Portal hinsetzen. Ich glaube, das ist nämlich das Wichtigste. Geben Sie mir das Portal. Ja, hier ist eigentlich ein guter Ort. Ist das richtig rum? Ja. So, und? Banzt. Yes, Leute. Geilo. Und jetzt bin ich gerade beim Überlegen, ob ich wirklich noch Safe mache. Weiß die nie, dass sie dann doch mal hier irgendwie an das Portal rankommen. Ich mache es jetzt hier noch dicht. Nie, dass die hier doch irgendwie ums Wasser rumkommen. Keine Ahnung. Okay, du. Es reicht leider nicht, ne? Boah, dafür braucht man sogar 12 Stück. Okay, ich muss noch mal kurz los, Leute. Nützt nichts. Ein bisschen Holz wäre noch ganz geil. Ja, genau. Am besten alle in Richtung des Hauses. Wow. Ich bin noch nie durch einen Baum gestorben, ne? Tatsächlich. Gott, ja, das wäre jetzt fast der Moment gewesen. Denn mir wurde davon erzählt, dass das wohl vielen Spielern passiert. Aber bisher ist mir das erspart geblieben. So, jetzt müssen wir aber genug haben. Würde ich vorschlagen. Guck mal, da hinten sind die Ebenen, ne? Prima. So, ich mache jetzt hier wirklich richtig safe, Leute. Warte mal, das war schon richtig hier, der Boy. Kannst du das da ranbauen? Ja. Sehr geil. Dann da noch schnell so eine Palisade hin. So. Und dann müsste das hier relativ geschmeidig laufen, die Nummer. Sehr schön. Portal ist verbunden.
Dann könnte man natürlich jetzt hier auch nochmal dicht machen, ne? Vielleicht, das wäre jetzt, habe ja noch genug Holz. Nee, die mag ich irgendwie gar nicht hier, die Türen. Mach das so und dann nebendran nochmal so eine Wand. So, perfekt. Bisschen Holz dahin rein. Und dann brauchen wir ja wieder noch eine Kiste. Das wäre auch noch ganz geil. Warte mal. Dafür? Ernsthaft? Gibt's Nähe. Wie teuer das alles ist. Ich muss nochmal los. Ah ja, ich könnte ja... Ich könnte jetzt natürlich da drüben wieder diese Hütte da abbauen und so weiter und so fort, aber... Macht das Kraut jetzt ohne... Oh Gott, nein! Oh nö, wieder direkt. Diese Bäume, ey. Passbar. Okay, dann guck jetzt gleich mal, was hier wieder beschädigt wurde. Okay. Stimmt auch wieder irgendwas am Dach, oder? Nö. Cool. Guck noch mal kurz nach dem Portal, ob das Schaden bekommen hat. Nö, alles so sauber, ne? Sehr schön. Okay, cool. So, Leute. Also, das wäre der erste Teil dieser Geschichte. Was wollte ich denn eigentlich machen? Kisten. Kisten wollte ich bauen. Mache ich die wieder? Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Klatsch die einmal dahin in die Ecke rein. So, perfekt. So, dann kannst du hier wieder den Kram rauslegen, den wir jetzt gar nicht brauchen. Das Holz und so. Sehr schön. Okay, cool. Dann würde ich jetzt natürlich das Portal schon mal nutzen. Und nochmal rüberreisen nach Hause, zur Hauptbase und da mal Tränke und so holen, weil ich werde das sonst nicht überleben. Ah ja, stimmt, diesmal habe ich ja den direkten, das direkte Portal. Dankeschön, Frosttränke. So, guckt mal, Leute, das ist doch schön. Da haben wir das jetzt auch mal am Start. Also, ich brauche ein paar von euch. Ein paar von euch. Und ein paar von euch. Einfach nur zur Sicherheit. Dann kann ich dich wieder stacken hier. So. Die Pilze und so, das kommt ja alles raus. Perfekt. Wieder ein paar Samen. Ah, das ist natürlich jetzt auch wieder fertig hier, ne? Okay, das mache ich zur nächsten Folge, Leute. Ganz gemütlich. Würde ich vorschlagen. Okay, also, wir werden jetzt heute nie nochmal loskommen. Das, dafür reicht die Zeit näher. Stimmt. Halt, stopp. Ich muss unbedingt
Ich muss unbedingt den Kryptaschlüssel mitnehmen. Falls ich mich mal retten will irgendwo, Leute. Stimmt, und ich sollte vielleicht... Vielleicht mal so und vielleicht mal so. In der Hoffnung, dass ich nie wieder Fettfinger, ne? Und auf die Items drauf komme. Das wäre nämlich richtig doof. Okay, Leute. Dann noch mal kurz gepennt. So, und hier kannst du bestimmt auch mal wieder nachzudern. Sehr schön. Okay, Leute. Wie machen wir es denn? Komm, wir gucken noch mal ganz kurz rein. Wir haben noch ein paar Minuten. Du bist wanst. Nur mal ein bisschen anschnubbern. Ich hoffe, dass das Sumpfgebiet jetzt wirklich so groß ist, dass ich da auch von hier aus jetzt zum Uralen, sage ich schon, zum Wanst rennen kann. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass dazwischen vielleicht noch mal ein paar Ebenen oder so sehen. Ich habe es ja jetzt gerade im Moment so ein bisschen mit den Ebenen anscheinend, ne? Das ist mir absolut klar. So. Oh. Okay, aber für das Gebiet müssen wir wieder umswitchen, oder? So, jetzt bin ich gespannt, Leute. Also. Ja doch, das sieht schon. Es könnte sogar sein, dass ich da am Rand lang laufen kann. Natürlich will ich das Sumpfgebiet auch so ein bisschen erkunden, weil ich brauche auf jeden Fall noch mehr Krypten, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber ich laufe trotzdem erstmal hier so ein bisschen am Rand lang. Das ist halt der schöne Teil. Oh! Oh. Was ist das? Oh nee. Das ist wieder das, was ich denke. Nee, hier ist... Nee, das ist Grasland, oder? Ja, da oben steht es ja auch. Das würde mir ja angezeigt werden, wenn es nicht so wäre, ne? Okay, das ist ja perfekt. Okay, ich habe kurz, weil das so frei war, so aussah, die Fläche... Auch ein sehr schönes Örtchen hier. Sehr schöner Platz auch für eine Base, muss ich mal sagen. Gefällt mir sehr gut. Okay, wir gucken nochmal. Ja, wir sind da relativ nah dran, Leute. Ne? Mal einen kleinen Blick können wir noch wagen. Stampf, Stampf, Stampf. Nein, da ist... Oh nee, es sind natürlich noch Ebenen dazwischen. Scheiße. Scheiße. Oh nee. Fuck, fuck. Okay, außenrum. Nochmal gucken. Scheiße. Ich meine, irgendwann werde ich die Ebenen brauchen. Aber mit der Rüstung, die ich aktuell anhabe, kann ich da nur verlieren, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Guck mal, ob du dich hier irgendwo lang... So irgendwo lang kommst. Ohne diese Ebenen zu triggern. Wahrscheinlich hier lang, ne?
Okay, Leute. Ich würde mich für heute verabschieden. Wir gucken in der nächsten Folge weiter. Da hinten kommen schon die Trauger, Leute. Und ich sage bis bald und wir schaffen das in der nächsten Folge. Ich mache kurz Pause. bis bald, Leute. Und wir gucken mal, ob wir einen safen Weg finden zum Wanst. Wie gesagt, ganz knapp. Auf der Minimap sehen wir es ganz knapp, wie immer. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir immer ganz knapp an den Ebenen langlaufen, links von uns. Also, ich bin gespannt und sage bis bald bei Walheim. Macht's gut, Leute. Tschüss.